Wenn der Inhalt des Schlauchbeutels sich dem Ende neigt, kündigt sich dies durch ein allmählich schmaler werdendes Sprühbild an. Im weiteren Verlauf wird der Ton des Aerofix heller, schließlich beginnt dieser zu stottern. Nun kann ich den Restinhalt noch leer sprühen, muss hierfür aber die Vortriebsgeschwindigkeit reduzieren, da jetzt nur noch sehr wenig Material kommt. Nun muss der Schlauchbeutel gewechselt werden. Dazu schraube ich den Sprühkopf ab und lege diesen samt Materialdüse zur Seite. Dann schieße ich den leeren Schlauchbeutel gegen einen Gegenstand, wie zum Beispiel den Tisch. Dieses ist wichtig, damit das Fangseil des Kolbens nicht reißt. Der Aerofix muss mindestens täglich mit einem Schmier- und Trennmittel ausgerüstet werden. Dafür drücke ich den Kolben mittels Schlauchbeutel hinab, sprühe das Trennmittel ein und setze dann den Schlauchbeutel wie gewohnt ein, drücke die Spitze materialfrei, öffne den Schlauchbeutel mit einer Schere oder Zange und setze dann die Materialdüse mit dem Sprühkopf auf und kann dann weitersprühen.